In diesem Video zeige ich Möglichkeiten, mit einem Variable Font ein bisschen zu spielen, ein bisschen zu testen, was für Möglichkeiten es hier gibt. Ich tue dies mit HTML und CSS. Das Beispiel, das ich hier geöffnet habe, stammt noch aus einem vorhergehenden Video, in dem ich zeige, wie du einen Variable Fonts von Google Fonts in ein HTML-Dokument einbinden kannst. Also ich benutze hier die Bausteine, die ich bereits habe, eine Überschrift mit etwas Text und in CSS eine Regel, in der ich das Schriftgewicht, den Font und dann eben die Einstellungen innerhalb des Variable Fonts definiere. Eine sehr einfache Möglichkeit, hier für etwas Varianz zu sorgen, ist, eine Regel zu schreiben für den Fall, dass der Cursor sich über dem Text befindet. Ich schreibe dazu den gleichen Selektor wie ganz oben, also H1. Das heißt nachher, die Regel betrifft alles, alle Tags, die H1 heißen. Und mit einem Doppelpunkt schreibe ich eine sogenannte Pseudoklasse namens Hover. Und Hover steht dafür, dass der Cursor sich über dem Element befindet. Also immer, wenn ein Cursor über diesem Text schwebt, gilt diese zweite Regel. Die erste Regel gilt immer für H1 und die zweite nur, wenn der Mauszeiger darüber ist. Die erste wird aber dann dadurch nicht deaktiviert. Und jetzt kann ich diesen Teil copy-pasten. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, dass das Schriftgewicht sich ändern soll. Wenn ich jetzt mit dem Cursor da hover, diesen Hover auslöse oder darüber mich bewege, dann ändert sich das Schriftgewicht. Also dann wird das hier aktiv. Ich kann hier noch andere Dinge hineinschreiben. Zum Beispiel könnte ich sagen, die Farbe soll sich auch verändern. Jetzt interessant ist ja nicht einfach nur das Umschalten. Also der Variable Font hat den Vorteil, dass wir nur eine Datei brauchen und aber alle Schriftschnitte darin enthalten sind. Aber interessant ist ja auch, dass es eine Interpolation möglich ist. Also, dass ich stufenlos animieren kann zwischen diesem Schriftgewicht und diesem Zustand hier. Und der Browser rechnet dann die Zwischenschritte oder zeichnet dann die Zwischenschritte, ohne dass ich sonst noch etwas sagen muss. Und in CSS ist es möglich, mit einer Eigenschaft namens Transition so etwas einzustellen. Transition heißt, ich möchte eine Interpolation und dann kann ich sagen, wofür. Und ich könnte sagen, Font Variation Settings, das funktioniert aber aus meiner Erfahrung nicht so gut. Ich setze es deshalb auf alles. Also all heißt, alles, was sich ändert, wird interpoliert. Und dann kann ich einen Zeitraum angeben, zum Beispiel 0,3 Sekunden. Auch hier das 0 ist optional. Und schließlich könnte ich noch eine Beschleunigung angeben. Also eine Beschleunigung bedeutet, dass die Interpolation, die Veränderung über Zeit nicht linear vonstatten geht, also in gleichmäßigem Tempo, sondern ich könnte zum Beispiel sagen, is in, out, dann beginnt es langsam, wird dann schneller und wird wieder langsam. Ich mache es jetzt vollständigkeitshalber, aber innerhalb einer so kurzen Zeitspanne ist das praktisch nicht erkennbar. Das heißt, wenn jetzt dieser Zustand zum Tragen kommt, dann erkennt der Browser, dass die Regeln ändern und dass dieser Text anders gerendert werden muss. Und weil ich hier Transition angegeben habe, wird die Veränderung
über 0,3 Sekunden mit einer leichten Beschleunigung beziehungsweise einer Mischung aus Verlangsamung und Beschleunigung ausgeführt. Wenn ich jetzt darüber fahre, dann siehst du, dass es nicht stufenlos umschaltet wie vorher, sondern innerhalb einer kurzen Zeitspanne nimmt das Schriftgewicht stufenweise zu. Also stufenweise, die Stufen sind über diese 0,3 Sekunden sehr gleichmäßig verteilt. Und in der Regel sind es 60 Frames in der Sekunde. Also das ist fürs Auge nicht sichtbar, dass hier Zwischenstufen vorhanden sind. Ich kann das auch verlangsamen auf 3 Sekunden. Und du siehst, dass die Interpolation sowohl, wenn ich auf das Wort komme mit dem Cursor, stattfindet, als auch wenn ich den Cursor wieder wegbewege. Und ich könnte hier auch diese Achse auf 0 setzen. Dann wird es fett und gerade geschrieben. Und wenn ich weggehe, dann wird es mager und kalligraphisch. Das ist Hover. Im nächsten Video mache ich das Gleiche, aber statt mit Hover mit einer Animation.